Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste auf der Tribüne und zu Hause. Ich möchte einfach nur ein bisschen auf die Vorredner eingehen und möchte auf einzelne Argumente eingehen, weil ich versucht habe, mich so weit wie möglich aus der Sache rauszuziehen, es so weit wie möglich extern zu betrachten, so wie auch das Effizienzteam extern Vorschläge machen soll. Und das ist auch der große Unterschied, Herr Kollege Köfkes. Sie sagen, einzelne Abgeordnete, das steht so in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, die dürfen teilnehmen, die dürfen der Landesregierung eben bei der Landesregierung eben beratend tätig sein. Aber das ist eben der Unterschied. Das hier ist eine externe Beratung und wo Sie von geredet haben, das wäre eine Mitarbeit. Und es ist ein Unterschied, ob einzelne Abgeordnete die Regierung beraten oder ob ausgerechnet die beiden Fraktionsvorsitzenden und die beiden haushaltspolitischen Sprecher der regierungstragenden Fraktionen an diesen Treffen teilnehmen. Das ist ein riesiger Unterschied. Hier wurde gesagt vom Finanzminister, das gute Haushaltsergebnis, das sei auch das Ergebnis der guten Arbeit des Effizienzteams. Da wird diskutiert und da wird verworfen und das, was Sie verwerfen, das wollen Sie ja nicht veröffentlichen. Ich frage mich, was ist denn da so schlimm dran, den Menschen zu sagen, welche Vorschläge eben nicht umgesetzt wurden, den Menschen zu sagen, welche Ausgaben eben Sie als wichtig erachten und wo Sie eben keine Kürzungen, Einsparungen, bessere Effizienz vornehmen können. Sie können den Leuten doch auch einfach sagen, wo Sie nicht sparen wollen. Sie sagen hier, das Effizienzteam, Frau Bär sagt das, das hat Sparpotenziale, die werden da gesucht und die werden gefunden und gerade die Mitarbeit auch der vier Abgeordneten, das wäre wichtig, die hätten auch gute Ideen. Da sage ich Ihnen, wenn diese vier Abgeordneten gute Ideen haben, ja, dann laden Sie doch auch die anderen Fraktionsvorsitzenden ein und die anderen haushaltspolitischen Sprecher. Die haben bestimmt auch gute Ideen, wo man Geld einsparen kann. Machen Sie das doch einfach. Haben Sie ja gesagt und Sie haben ja auch vorgeschlagen, dann machen Sie doch ein eigenes Effizienzteam. Frau Bär, ich glaube, da kann ich auch für die Kollegen von CDU und FDP sprechen, das machen wir gerne. Aber dann hätten wir bitte eine Zuweisung aus dem Haushalt des Finanzministers. Dann wollen wir das Geld nämlich auch haben, das Ihr Effizienzteam ausgibt. So sieht's aus. Der Herr Hertha hat gesagt, hier wird viel Wind um nichts gemacht. Ich möchte gerne mit einem richtigen Shakespeare antworten. Wenn, dann wäre es viel Lärm um nichts und den machen Sie, wenn wir hier hinkommen und sagen, das Effizienzteam, das ist so nicht verfassungsgemäß, denn wir haben Recht auf dem Gutachten, da steht, dass es vom Landtag ist, das ist im Auftrag der Präsidentin, egal was Sie hier sagen. Dieses Gutachten, das gibt uns Recht und das können Sie tausendmal versuchen, in die Tonne zu kloppen. Dieses Gutachten bestätigt uns in unserer Sicht, dieses Effizienzteam muss seine Zwischenergebnisse veröffentlichen und auch die, die am Ende nicht abgestimmt wurden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rasching. Für die Landesregierung.